Und dann haben wir die Türkei. Und da kann ich nur sagen, es ist eine Unverschämtheit, wie Erdogan sich in unseren deutschen Wahlkampf einmischt. Meine sehr verehrten Damen. Sehen, denn Volker Kauder fühlt sich genau da wohl, wo es besonders drauf ankommt. In den Maschinenräumen der Politik, da wo es eben nicht auf die große Show ankommt, sondern da wo richtig hart gearbeitet wird. Und ja, liebe Silvia Pantel, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass wir heute Nachmittag ein wenig darüber miteinander reden und diskutieren können, was in den nächsten 4 Jahren in Deutschland geschehen muss, um dieses Land auf diesen erfolgreichen Kurs, den wir bisher gefahren haben, weiter vorankommen. Ja, nachher fällt es und dann nachher mal groß. Also der Präsident weiß, was es im Handwerk ist, geht hier nicht so los. Und deswegen kann ich Ihnen sagen, nirgendwo auf der Welt geht es den Menschen besser als den Menschen hier in unserem Land. Ich habe Ihnen ein besonderes Thema, auf das wir auch noch zu sprechen kommen, ist die Förderung von Familien. Und da haben wir schon manches Gespräch geführt und da möchte ich Sie auch gerne unterstützen. Und da sage ich Ihnen, liebe Silvia Pantel, einen herzlichen Dank, dass Sie sich nicht nur um Ihren Wahlkreis kümmern, sondern dass Sie bei diesem wichtigen Thema immer wieder gute Anregungen geben. Herzlichen Dank. Wir alle spüren, dass in der Welt etwas nicht mehr in Ordnung ist. Dass die Welt draußen ein bisschen in Aufruhr geraten ist. Und wir hören jeden Tag von Dingen, die uns auch ein bisschen Sorgen machen. Da ist zunächst einmal der amerikanische Präsident, der uns jeden Tag mit seinen Twitter-Meldungen erneut vor Sachverhalte stellt, die am nächsten Tag auf einmal wieder ganz anders sind. Angela Merkel hat dem neuen amerikanischen Präsidenten gratuliert und ihm gesagt, was sie von ihm erwartet. Und ist nach Amerika gefahren und hat mit ihm gesprochen. Und dann hat sie ihn gefragt, ob er eigentlich wisse, wer der größte Exporteur von Autos aus Amerika sei. Dann hat sie gesagt, das BMW Amerika. Der damalige SPD-Außenminister gemacht, der heute Bundespräsident ist, der hat den amerikanischen Präsidenten einen Hassprediger bezeichnet. Das war in der Form schon unmöglich von einem amtierenden Außenminister. Und ein Hassprediger ist einer, der in der Moschee uns Probleme macht. Und nicht kann man den mit einem demokratisch gewählten Präsidenten vergleichen. Und dann haben wir die Situation in Russland. Nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gelernt, dass wir nie wieder Grenzen mit Gewalt verändern dürfen, weil aus diesen Veränderungen der Grenzen mit Gewalt sind immer wieder Kriege entstanden. Und Krieg wollen wir auf gar keinen Fall. Und wir wollen natürlich auch mit Russland uns nicht militärisch auseinandersetzen. Aber dann müssen wir Russland zeigen, dass wir uns nicht alles gefallen lassen können. Wir müssen dem Putin sagen, so geht's nicht. Der Putin hält uns für absolute Weicheier. Nach
nach dem Motto, die wehren sich sowieso nicht. Die haben nur Angst um ihr bisschen Wohlstand. Und ansonsten, wenn ich kommen würde, würde ich sagen, mach uns doch mit Arsch bitte nicht so schlimm mit uns. Und deswegen kann ich nur sagen, bei allem, was ich mir von der FDP wünsche, ist das auch ein bemerkenswerter Vorgang. Wenn ein Parteivorsitzender wie der Herr Lindner einen solchen Kniefall macht und von einem dauerhaften Provisorium spricht, dann muss doch der Putin sich nur eingeladen fühlen. Mach ich weiter. Dauerhaftes Provisorium, das geht einfach nicht. So werden wir keine Ordnung in der Welt schaffen. Die Türkei. Und da kann ich nur sagen, es ist eine Unverschämtheit, wie Erdogan sich in unseren deutschen Wahlkampf einmischt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jetzt kommt die Frage, wie gehen wir mit ihm um? Und da ist zunächst einmal richtig, dass wir den Menschen sagen, es gibt auch hier in Deutschland schöne Gegenden, wo man Urlaub machen kann. Bei mir im Schwarzwald beispielsweise. Oder auch hier in Nordrhein-Westfalen habe ich bei meinen Besuchen wunderschöne Gegenden entdeckt. Es muss nicht die Türkei sein. Und da werden sie sich schon Gedanken machen. Und natürlich sagen wir auch, jeder Mittelständler, der jetzt in der Türkei investiert, der hat nicht mehr alle Sinne beieinander. Und die SPD hat gesagt, und dann dürfen wir auch keine Bürgschaften, Hermesbürgschaften mehr geben für Geschäfte mit der Türkei. Die Hermesbürgschaften sind nicht für die Türkei, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Hermesbürgschaften sind für deutsche Unternehmen. Und wenn denen zugesagt war vor ein paar Wochen, dass sie eine Hermesbürgschaft kriegen, dann muss diese Zusage auch eingehalten werden. Aber was können wir machen? Und da wird dann gesagt, naja, die Türken kriegen in den nächsten 3 Jahren 4 Milliarden Euro, damit sie ihr Land so ein bisschen näher an die EU heranführen. Ich habe da eine etwas andere Auffassung. Europa, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist nicht in erster Linie und schon gar nicht ausschließlich eine Einrichtung von Euro und Cent. Europa ist eine Werte- und eine Schicksalsgemeinschaft. Und diese Wertegemeinschaft wird geprägt von der christlich-jüdischen Tradition. Und ein wesentlicher Teil dieser christlich-jüdischen Tradition ist die Religionsfreiheit. Ein Thema, das mich seit vielen Jahren beschäftigt, wo ich in der ganzen Welt unterwegs bin. Und ein Land wie die Türkei, das noch nie die Religionsfreiheit garantiert hat, früher nicht, jetzt sowieso nicht und für die Zukunft sehe ich es auch noch nicht, ein Land, das also Religionsfreiheit nicht garantiert, ist Lichtjahre von unserem Werte Europa entfernt. Wir haben nämlich die Bundesregierung aufgefordert, mit der Türkei keine weiteren Verhandlungskapitel zu Europa eröffnen, außer einem. Und das heißt Religionsfreiheit, Menschenrechte, Rechtsstaat. Das hat die Türkei bisher verweigert. Nach dem Motto, über diese Themen sprechen wir ganz zum Schluss. Und da weiß ich, wie das ausgeht. Jetzt haben wir uns auf alles geeinigt. Kauder, jetzt musst du doch nicht mit deiner Religionsfreiheit doch das irgendwie kriegen, weil das dann schon hin. Das brauchen wir jetzt nicht machen. Und deswegen rate ich, dass wir Erdogan sagen, wir reden mit dir weiter, aber nur über dieses Kapitel, Menschenrechte, Rechtsstaat, Religionsfreiheit. Und wenn er das nicht will, dann hat er sich aus Europa verabschiedet und nicht wir haben ihm den Stuhl vor die Tür gestellt, meine sehr verehrten Damen. Und ein besonderes Verhältnis zu den Toten Hosen und Campino habe. Er hat sich nämlich aufgeregt darüber, dass so ein schwarzer Sack wie ich seinen Song singt. Die Kanzlerin hat ihn dann angerufen. Vermutlich wird sie ihm gesagt haben, Campino, regen Sie sich nicht auf, der Kauder singt es nicht jeden Tag. Auf jeden Fall war Campino zufrieden. Und da sagt er, weil er seine neuen Songs vorstellt, auf einmal völlig unvermittelt,
Und im Übrigen, wenn ich mir die Herausforderungen der Welt anschaue, kenne ich nur eine, die das kann, Angela Merkel. Da muss dem Redakteur wohl der Griffel aus der Hand gefallen sein, weil er sagt dann, da gibt es ein paar Punkte, da geht es weiter und dann sagt der Campino, oder kennen Sie jemand anderen? Ich nicht. Und ich finde, hinter Campino sollten wir nicht zurückbleiben, dann wird unser Bundeskanzler. Aber dann schauen wir doch mal auf unser Land und was soll hier geschehen. Zunächst einmal ist der erste Grundsatz, wir wollen, dass diese gute Situation auch in die Zukunft geführt werden kann. Und damit dies geschieht, brauchen wir eine gut funktionierende Wirtschaft. Die Wirtschaft ist nicht alles, richtig. Aber ohne Wirtschaft ist alles nichts, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen haben wir allen Grund, unsere heimische Wirtschaft zu unterstützen. Damit meine ich mal pauschal Handwerk, Mittelstand, aber natürlich auch Landwirtschaft. Der Solidaritätszuschlag macht etwa 18, wenn es dann losgeht, fast 20 Milliarden im Jahr aus. Wenn wir den abschaffen, muss es der Bund ganz allein bezahlen. Wir sagen zu, dass wir auch keine neuen Schulden machen. Wir werden das, was wir ab 2014 haben, nämlich einen ausgeglichenen Haushalt, einen Haushalt ohne neue Schulden, wollen wir auch in die Zukunft hineintragen. Man kann nichts mehr machen, Besseres machen als Generationengerechtigkeit, als wenn man der jungen Generation nicht jährlich neue Schulden auf die Schultern legt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und in einer solchen Situation auf die Idee zu kommen, denen die Steuer zu erhöhen, auf so eine Idee können wir uns so. Mit uns gibt es auch keine Verschärfung der Erbschaftssteuer. Wir wollen, dass das Geld in der Wirtschaft bleibt, damit sie ihre Aufgaben machen können. Die Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen, sich um ihre Familie kümmern und dann meistens auch noch ehrenamtlich tätig sind, für die wollen wir auch etwas tun. Und deswegen gibt es eine Steuersenkung, Größenordnung um die 15 Milliarden Euro, vor allem für die unteren und mittleren Einkommen. Und viele junge Familien kommen heute nicht mehr in die Situation, dass sie sich ein Wohnungseigentum, eine kleine Eigentumswohnung oder ein Häuschen leisten können. Es war Silvia Pantel, die das Thema des Baukindergeldes in die Diskussion gebracht hat und es steht jetzt in unserem Regierungsprogramm. Wir werden ab 2018 pro Kind und Jahr 10 Jahre lang 1.200 Euro Zuschuss direkt bezahlen, wenn es anderes. Wenn es nicht so traurig wäre, dann müsste man drüber lachen, dass der große Schlager bei der Bildung in diesem Bundestagswahlkampf das Schulklo vor allem aus NRW ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weil die bisherige Regierung aus Rot und Grün nicht einmal in der Lage war, die Schulklos auf ein richtiges Niveau zu bringen. Deswegen muss der Bund nun 7 Milliarden Euro in die Hand nehmen, vornehmlich für finanzschwache Gemeinden hier in diesem Land, um die Schulklos zu sanieren. Okay, das machen wir. Wir müssen tatsächlich ganz schnell in der Bildung einige Dinge verändern. Bisher galt der Grundsatz, lesen, schreiben, rechnen. Aber in Zukunft gilt, lesen, schreiben, rechnen, programmieren. Ein Freund von mir, Andreas von Bechtolsheim aus Silicon Valley, Milliardär, hat vor Monaten Deutschland besucht, war dann auch bei uns in Berlin und hat gesagt, du sag mal, Volker, ist es wirklich, was ich da gesehen habe, der Standard bei euch? Lesen, schreiben, rechnen und sonst gar nichts? Bei uns müssen die 12-Jährigen anfangen mit Programmieren lernen, weil sonst können sie in der Zukunft die Arbeitsplätze nicht beherrschen. Das muss nun vorangebracht werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es geht also um den Inhalt. Jetzt schreibt die SPD gewohnt an, also die äußerliche Schule, sagt sie, und dann muss natürlich für die Schülerinnen und Schüler 5 Milliarden in die Hand genommen werden, um denen das Endgerät, also ein Smartphone oder ein Tablet zu geben. Da kann ich nur sagen, nee, das machen wir nicht. Das machen wir auch nicht. Im Übrigen, ich erlebe nur junge Leute, die so über die Straße laufen. So über die Straße laufen.
Und wenn man ihnen ihr Smartphone wegnimmt, schreien sie Organentnahme. Es hat eine Organentnahme stattgefunden. Das ist die junge Generation, die brauchen kein Tablet. Ihr habt ja noch ein bisschen was im Boden mit der Kohle. Das ist auch nicht mehr so gefragt. Aber ihr habt wenigstens noch was. Trotzdem reicht es nicht. Und da kann ich nur sagen, wer nichts im Boden hat, muss es in der Birne haben. Sonst wird es nichts für die Zukunft, meine sehr verehrten Damen. Und deswegen ist und ich sage voraus, es wird nicht mehr lange dauern, bis der qualifizierte Facharbeiter mehr verdienen wird als ein Ingenieur, den man gar nicht anstellen will. Und deswegen muss die berufliche Bildung wieder einen größeren Stellenwert bekommen. Es fängt die Zukunft nicht beim Abitur an. Und vor allem fängt die Zukunft dann nicht beim Abitur an, wenn die Anforderungen fürs Abitur immer schlechter werden und die jungen Leute mit dem, was sie dann da gelernt haben in der Schule, gar nicht richtig anfangen können. Ich kann nur sagen, es ist ein absoluter Wahnsinn, die berufliche Ausbildung zu vernachlässigen und alles in eine Akademisierung unserer Gesellschaft. Wir haben aber eine Menge Ideen, wie wir dieses Land voranbringen wollen. Und das wird gelingen, wenn wir bei der Bundestagswahl unser Ziel erreichen können. Angela Merkel muss Kanzlerin bleiben und es darf niemand gegen uns eine Regierung bilden können. Denn davon bin ich überzeugt. Rot, Rot, Grün. Dafür ist unser Land zu schade. Herzlichen Dank. Es geht um zwei Dinge. Einmal um das, was in der Nacht vom 3. auf den 4. September 2015 alles geschehen ist. Ein Abend, der mir deshalb in guter Erinnerung ist, weil ich schon seit 67 Jahren immer am 3. September Geburtstag habe. Und deswegen sehr genau weiß, was in jener Nacht geschehen ist. Und es geht darum, was ist grundsätzlich unsere Politik in der Asyl- und Flüchtlingsfrage. Und zunächst einmal, wir sind dann in der Nacht vom 3. September, es hat schon am Tag begonnen, in eine außerordentlich schwierige Lage geraten, weil ein Mann, der von manchen in der Union auch noch besonders gelobt wird, nämlich Herr Orban, das nicht gemacht hat, was er hätte machen müssen, wozu er nach europäischem Recht verpflichtet war, Flüchtlinge in seinem Land zu registrieren, zu versorgen und sie in seinem Land aufzunehmen. Und Orban hat gesagt, das mache ich nicht, denn wenn ich die Flüchtlinge in meinem Land registriere, dann bleiben die in meinem Land. Der gehört zur EU. Und er hatte natürlich die Abkommen in der EU durchzuführen. Und da galt es, dort wo Flüchtlinge ankommen, werden sie registriert und bleiben sie. Er hat sie aber auf die Schiene geschickt, das
Wetter war hundemiserabel. Hundemiserabel. Und hat sie auf der Schiene Richtung Österreich marschieren lassen. Und dort sind sie dann in der Nacht angekommen und standen da. Und die Österreicher waren nicht mehr in der Lage, das Thema zu bewältigen. Und dann hat die Bundeskanzlerin übrigens nach Telefonaten mit dem Koalitionspartner, um es mal so zu sagen, entschieden, dass einmalig als Ausnahme diese Menschen nach Deutschland kommen können. Die Bilder hätte ich sehen wollen, ganze Nacht im Regen, ohne Versorgung. Das ist nicht das Europa und so stelle ich mir eine unter dem C geführte Bundesregierung nicht vor, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen sage ich, war die Entscheidung in jener Nacht als Ausnahmefall richtig. Und das hat die Bundeskanzlerin gesagt. Und dann hat sie gesagt am nächsten Tag, das war eine Ausnahme. Und das darf und wird sich nicht mehr wiederholen. Und dann gab es eine Diskussion, die war leider nicht besonders gut. Dass da einige davon gesprochen haben, das ist also unmöglicher Vorgang gewesen und haben damit ein anderes Bild gezeichnet, als Angela Merkel es zeichnen wollte, nämlich Ausnahmesituation. Und daraufhin haben wir mal geschaut, wo liegen denn die Schwachpunkte. Und ein Schwachpunkt ist, dass das Dublin-Abkommen, das eben heißt, dort wo Flüchtlinge landen, dort bleiben sie und werden registriert, nicht eingehalten wird. Und dass Europäer wie Orban, Polen und andere sagen, nein, das machen wir nicht. Und das ist nicht in Ordnung. Und da kann ich nur sagen, Solidarität in Europa kann nicht heißen, jedes Jahr 5 Milliarden Euro aus dem europäischen Raum zu bekommen, sich aber ansonsten versuchen zum Acker zu machen. Das kann nicht funktionieren. Und deswegen reden wir da gerade drüber, wie das in Europa weitergehen muss. Wir haben eine ganze Reihe von Entscheidungen getroffen, Registrierung, Kontrolle und vieles andere mehr. Und da haben sich auch einige dann groß gestritten. Wir haben mit dem Abkommen mit der Türkei entscheidend dazu beigetragen, dass der Weg über die Ägäis zugegangen ist. Und jetzt haben wir ein Abkommen mit Libyen. Und wir auch sagen, die Menschen werden, lassen wir natürlich nicht im Mittelmeer ertrinken, aber die werden von der libyschen Küstenwache unterstützt von Frontex, der europäischen Polizei, aufgegriffen und werden wieder nach Libyen zurückgebracht. Und jetzt kann man sagen, es ist doch unglaublich, dass man Menschen wieder dorthin zurückbringt, wo sie weggegangen sind. Das sind doch arme Leute, Flüchtlinge. Und da kann ich nur sagen, das zentrale Thema, mit dem wir uns befassen müssen, und das war das, was Merkel auf den Weg gebracht hat. Wir müssen den Schleppern das Handwerk legen. Denn die Schlepper sind diejenigen, die die Menschen ins Unglück bringen. Es sind auf dem Weg von der Subsahara bis nach Libyen im letzten Jahr mehr Menschen umgekommen, als im Mittelmeer ertrunken sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das geht nicht. Und deswegen muss das Schlepperunwesen beseitigt werden. Dann müssen wir die Entwicklungshilfe umstellen, dass Perspektiven im Land entstehen. Und dann bleibt es dabei, dass diejenigen, die zu uns kommen wollen, was ich verstehen kann persönlich, damit es ihnen besser geht, bei uns nicht bleiben können und bei uns auch gar nicht ankommen können. Es können zu uns kommen. Diejenigen, die verfolgt sind und die einen Asylanspruch haben. Und diejenigen, die aus einem Bürgerkrieg kommen, dürfen bei uns ausruhen, bis es in ihrem Land wieder besser ist. Ja, hat es denn sowas schon mal gegeben? Hä? Was redet ihr denn daher? Ja, das hat es gegeben. Als der Bürgerkrieg in Jugoslawien getobt hat und wir es dann nicht mehr aushalten konnten, weil es nämlich Schwarz-Schilling und andere uns vorgehalten haben, dass im Bürgerkrieg in Jugoslawien die Vergewaltigung von Frauen als strategische Kriegswaffe eingesetzt worden ist, haben wir uns entschlossen, Menschen aus dem Bürgerkrieg nach Deutschland kommen zu lassen. Erwin Teufel, damals Ministerpräsident, ich sein Generalsekretär, hat unter dem Protest auch unserer eigenen Partei Tausende kommen lassen. Und hat gesagt, und wenn es im Balkan wieder gut funktioniert, dann gehen die zurück.
Und es sind 70% zurückgegangen. 30% sind geblieben. Und es waren diejenigen, wo die Handwerker in mein Büro gekommen sind, haben gesagt, Herr Kauder, Sie sind verrückt, dass Sie jetzt die zurückschicken wollen, die auch bereit sind, am Samstag zu arbeiten. Und so sind die Bosnier, die einen festen Arbeitsplatz hatten, geblieben, das waren 30%. So, die sind heute noch da, die Handwerker sind heute noch mit ihnen zufrieden, muss man so sagen, Herr Präsident. So war das. Und deswegen bleibt es dabei, wir haben jetzt dafür gesorgt, dass nur die kommen können, die aus Bürgerkriegssituationen kommen, den Grund haben. Und jetzt will ich mal eins sagen. Ich bin viel unterwegs im Irak, Syrien teile, und dort erlebe ich Menschen, auch Christen, obwohl es auch nicht noch viel gibt, die Brutales aushalten müssen. Und wenn ich dort für Religionsfreiheit rede und für Einsatz für verfolgte Christen, kann ich denen nicht sagen, aber wenn es dir so dreckig geht, dass du fliehen musst, das habe ich nicht gemacht. Bleib mal lieber zu Hause. Das dürfen wir auch nicht. Und deswegen sorgen wir dafür, dass diejenigen, die wirklich ernsthaft verfolgt sind, kommen können und die anderen eben nicht. Und das hat sich geändert gegenüber jener Nacht am 3. und 4. September 2015. Wir haben in Europa jetzt neue Regeln und haben neue Situationen. Trotzdem ist vieles noch nicht in Ordnung. Und mich wurmt es auch, dass wir in Europa so wenig Solidarität haben. Aber man braucht an dem Punkt Geduld. Wissen Sie, als deutscher Politiker hat man das gelernt, Bundespolitiker. Ich habe auch manchmal viel Geduld im Föderalismus aufzubringen. Viel Geduld. Und ich kann Ihnen sagen, mir passt auch manches nicht. Ich kann zum Beispiel nicht verstehen, das ist eine Sache der Länder in der Schulpolitik. Wenn wir über die Integration reden, da wird dann viel von deutschen Leitkulturen so gesprochen. Das brauche ich gar nicht. Bei uns gilt ein Grundsatz. Jeder, auch die Automobilindustrie übrigens, da haben Sie völlig recht, jeder hat sich bei uns ans Gesetz zu halten. Und wir in Baden-Württemberg waren nicht in der Lage, da hat man dann ein Urteil des obersten Gerichts gebraucht. Wenn es im Gesetz heißt, es gibt Schulpflicht, dann gehen alle in die Schule. Punkt. Und wenn es im Lehrplan, der auch gesetzlich heißt, am Montag ist Schwimmen, dann gehen alle zum Schwimmen. Die Katholiken sowie die Protestanten und die Muslime sowie die Juden und die Mädels wie die Buben. Und das muss umgesetzt werden, meine Damen und Herren. Wenn aber die Schülerinnen und Schüler in der Schule erleben, da ist Schwimmen angesagt. Aber wenn du sagst, ich will nicht schwimmen, musst du nicht schwimmen, dann ist doch nicht dem jungen Menschen den Vorwurf zu machen, sondern denen, die es nicht durchsetzen, das Recht und Ordnung in unserem Land hat. So einfach ist die Sache. Also, Herr Damer, ist alles ganz einfach. In unserem Land bevor. Leute, 3 Millionen Muslime leben in unserem Land. Ich sage Ihnen mal, was bevorsteht in unserem Land. Mit dramatischer Geschwindigkeit die Entchristianisierung unseres Landes, die steht bevor. Und da würde ich mir mal sagen, was getan werden muss, damit es mal wieder ein bisschen besser wird. Ich kritisiere nicht diejenigen, die als Juden und Muslime an jedem Wochenende in ihre Gebetshäuser und Einrichtungen gehen, sondern ich frage mich, warum immer weniger Christen in die Kirche gehen. Diejenigen, die das sogenannte christliche Abendland retten wollen, die müssen schon mal zeigen, dass sie wirklich mit dem Christentum noch was zu tun haben, meine Freunde.